Hallo liebe Zuschauer, wir haben heute Donnerstag 18 Uhr und der Tisch da oben ist schon wieder voll von Gästen. Neben mir, das ist der Günther, den habt ihr wahrscheinlich beim letzten Film gesehen. Mhm. Er ist ja der große Angler. Es waren 12 Fische. Zwölf Fische, ja, die wir gelandet haben. Ja. Ich habe jetzt den Günther hier genommen. Es geht eigentlich um das Thema, was ich immer feststelle, dass sehr viele Angst haben auszuwandern. Die Randbedingungen müssen natürlich alle erfüllt sein und das oberste Gebot ist, man muss Geld haben. Und das würde ich mal hier oben nochmal verlinken, da könnt ihr euch das ausrechnen, ob ihr Single seid, ob ihr verheiratet seid, in einer Verrang oder mit einer Thailänderin. Das ist ganz wichtig. Aber hier geht es eigentlich darum, der Günther, der ist ganz frisch hier auf unserer Insel. Welches Gefühl er denn gehabt hat, als er nach hier gekommen ist? Du bist ja allein gekommen. Übrigens, ich bin alleine gekommen, ja. Kannst du dich mal kurz vorstellen? Ja, ich bin Günther Schneider, heute 56 Jahre alt. Ich bin pensionierter Berufssoldat. Ich bin mit Ende 55, im November 21, bin ich hier nach Samui, nach Thailand ausgewandert. Wieso nach Samui? Ja, wieso nach Samui? Die Idee, einmal Deutschland im Alter zu verlassen, die ist vor circa 20 Jahren schon mal so ganz langsam geboren worden. Sonne, Strand, Palmen und Meer mochte ich früher eigentlich schon immer sehr gerne. Und ja, so kam dann halt irgendwann mal auch der Anreiz und auch die Gedanken, eventuell Deutschland dann im Alter einmal zu verlassen. Deutschland ist sicherlich schön, auf jeden Fall. Aber es hat natürlich auch Vor- und Nachteile, dort zu bleiben. Also für mich war die Entscheidung eigentlich relativ leicht, dann irgendwann mal zu sagen, Deutschland zu verlassen und dann wirklich auszuwandern. Ja, und wie kommt man auf Samui? Ich habe mir ganz einfach die Frage gestellt, wie möchte ich im Alter leben? Ich mochte es halt gerne immer warm. Das heißt Sonne, Strand, Palmen und Meer, das stand bei mir immer im Vordergrund. Das Preis-Leistungs-Verhältnis, das musste passen. Gesundheitssystem, also sprich Krankenhäuser, Versorgung, das war für mich immer ein ganz hoher Aspekt. Und natürlich ein bisschen Infrastruktur. Mit Infrastruktur meine ich Straßensysteme, Einkaufsmöglichkeiten. Ich sage mal so eine schöne bunte Mischung zwischen einheimischem Leben und europäischem Leben, weil man ja auch nicht immer nur auf Standard verzichten möchte. So, und mit diesen Fragen bin ich dann rangegangen. Weltkarte genommen, oben links angefangen, ne, und dann mal so ganz langsam recherchiert. Ja, und das Ganze hat auch bestimmt über ein Jahr gedauert, immer so, wie man mal Zeit und Lust hatte, vielen Ländern dann mal ein bisschen auf den Zahn gefühlt. Und ja, dann habe ich durch Ausschlussverfahren dann eigentlich drei Länder favorisiert. Das waren einmal die Philippinen, ja. Indonesien und Thailand. Und dann habe ich mich mal richtig intensiv mit diesen drei Ländern beschäftigt und dann habe ich auch ganz schnell verstanden, warum viele gerade im Alter hier nach Thailand auswandern. Ja, und dann bin ich halt 2013 mit einem guten Freund zum ersten Mal hier nach Thailand gekommen, damals nach Phuket. Hab dann erstmal Urlaub gemacht, einfach nur mit der Frage im Gepäck, ob es denn dann wirklich Thailand sein kann. Und die Frage war eigentlich sehr schnell beantwortet, ja. Ne? Also Phuket ist sicherlich schön. Ich wollte mir dann aber noch ein paar Stellen mehr angucken. Samui war ich dann 2014, dann 2017 habe ich mir dann Krabi nochmal angeguckt, aber es hat mich dann letztendlich doch immer wieder nach Samui hier hingezogen, ja. Und voilà, dann stand für mich die Entscheidung relativ schnell fest, dann auch tatsächlich hier erstmal auf Samui anzufangen und ich bereue es bisher in keinster Weise. Wann bist du jetzt nach hier gekommen? Ich bin im Mitte November letzten Jahres, also Mitte November 21 bin ich hier eingewandert. Ja. Ich habe dich, glaube ich, das erste Mal hier an unserem Stammtisch gesehen, ne? Ja, richtig, genau. Ja. Und wie findest du das mit dem Stammtisch? Genial. Es ist einfach eine Riesenhilfe. Es macht einfach Spaß. Man lernt immer wieder sehr nette, gut gelaunte Leute kennen. Und man teilt dann ja auch viele Interessen. Ne? Viele Langzeiturlauber sind da. Viele sind gerade frisch eingewandert. Es sind viele Fragen noch offen. Man braucht mal Hilfe, ne? Und da ist der Stammtisch dann einfach die absolut beste Adresse. Ja? Also so. Möchtest du wissen, wo du eine gute Massage bekommst? Hier,
Wenn du auf den Link klickst hier oben, dann erfährst du mehr. Hier kommt ja also nicht nur Einwanderer, die es also geschafft haben, über die Hürde zu springen, genau, sondern auch Urlauber, die jetzt hier den Testurlaub machen. Wie ist es denn hier? Und die stellen natürlich dementsprechend Fragen hier an unserem Stammtisch bekommen dann auch die Antwort. Der große Kern ist eigentlich dieses Psychologische, was dann rüberkommt. Die Sicherheit von denjenigen, die es schon geschafft haben, den anderen die Angst wegzunehmen. Weil, klar, die Angst spielt natürlich eine große Rolle, auszuwandern aus Deutschland, obwohl jetzt wird man ja schon aus Deutschland rausgeschubst mit dem alles, was da los ist. Und zu 99%, die also nach hier kommen, auch zu meinem Kaffee trinken, die wollen aus Deutschland raus und brauchen jetzt nur noch den Klick, dass sie es dann auch wirklich machen. Dazu habe ich übrigens auf meiner Webseite, das verlinke ich jetzt hier mal, da habe ich mal die wichtigsten Filme von mir reingebracht, die Punkteliste, was da eben auch der Günther gesagt hat, das Auswahlverfahren. Es ist ja nicht nur Samoa, es sind ja auch noch andere Flecken hier in Thailand, die interessant sind, den richtigen Ort auch auszusuchen. Und wie man das macht, das Auswandern, welche Versicherungen oder die Versicherungen kündigen, die Kündigungszeiten einhalten, das ganze Szenario ist alles in den Filmen mit reingebracht. Hast du noch was für die Zuschauer, was du noch Spezielles hast bei der Auswanderung, was du festgestellt hast? Also was ich festgestellt habe, der Schritt, der will natürlich durchaus sehr wohl überlegt sein. Also ich kann nur davon abraten, ich sag mal, wie man das vielleicht von den Fernsehsendungen kennt, den Auswanderern, man sitzt vorm Fernseher, man sieht da irgendwo welche schöne Filme, oh toll, das finde ich toll, da gehe ich hin. Und man war noch nie da. Ne? Das halte ich für keine gute Lösung oder für keinen guten Ansatz. Man sollte es sich wirklich sehr wohl überlegen, sehr gut vorbereiten. Man muss finanziell die ganze Sache im Griff haben. Man sollte sich auf jeden Fall Rücklagen geschaffen haben. Man kann nie wissen, was kommt. Dann, was ich immer für sehr wichtig halte, ist das Thema Krankenversicherung. Ja, und man sollte das Ganze dann auch immer realistisch betrachten. Also nicht irgendwie träumerisch rangehen an die Sache, wirklich realistisch, bodenständig rangehen an die Sache. Und dann sollte es eigentlich auch absolut einwandfrei funktionieren, ohne Schwierigkeiten. Ja. Das war der zweitwichtigste Punkt, was der Günther gerade angesprochen hat, die Krankenversicherung. Man kann nicht davon ausgehen, wenn man das Visum bekommen hat, das Rentnervisum, für ein Jahr in Thailand, dann nimmt man ja praktisch immer die Krankenversicherung mit im ersten Jahr. Aber danach muss man ja hier eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen. Dann darf man ja nur die 15 oder 16 Versicherungen nehmen, die hier in Thailand sind. Und die schließen alles aus, was vorher passiert ist. Also ich rate jedem ab, also der Diabetes hat, der krebskrank gewesen ist, Dialyse. Das sind alles so Dinge, die werden nachher ausgeschlossen. Und dann steht er vom Bankrott praktisch, wenn da der Versicherungsfall eintritt. Es gibt zwar die Pacific Cross, da muss ich dann alles, was ausgeschlossen ist, 30% davon bezahlen, die 70% die Krankenkasse. Aber diesen Faktor muss man mit reinbringen, mit den finanziellen Mitteln. Es darf nicht eine Hau-Ruck-Aktion sein, ich wandere jetzt mal aus, weil wir jetzt hier in Wellen rauchen, Palmen, alles wunderbar. Und im letzten Urlaub war es auch schön. Nein, die Randbedingungen müssen stimmen, ansonsten geht das nur hoch. Ja, danke schön, Günther. Sehr gerne. Ja, und jetzt gehen wir zu unseren Gästen, die warten da oben schon. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.